Ja, meine lieben Freunde, neue Runde 7 Days to Die auf dem PC. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir müssen ein paar Rohstoffe organisieren, aber ich dachte, bevor wir das machen, gehen wir hier nochmal schnell rein. Wir haben hier noch eine Säuberung zu erledigen und ein bisschen Action schadet uns ja allen nicht. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen direkt rein und schauen mal, was uns hier erwarten wird. Oh, einiges scheinbar. Aber alles ganz entspannt. Guck mal, da liegt noch einer. Ja, einfach das Maschinengewehr mal da reinhalten hier. Ist doch alles entspannt. Es ist zwar Nacht, aber was soll's. Die Zombies haben trotzdem keine Chance gegen uns. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was wird. So, hier wird auch einiges von den... Oh, 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 oh. Hier auch ein Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Okay, hä, wo kommen die denn alle her auf einmal? Jo. Okay. Okay, was ist los mit euch hier? Ich glaube, wohl ihr spinnt. Kommen die hier irgendwo hoch? Also? Ja, warum sind die alle so grün? Das ist ja unfassbar. Vielleicht habe ich es doch ein bisschen unterschätzt. Ich hätte vielleicht ein bisschen andere Gewehre noch mitnehmen sollen. Keine Ahnung. Boah, Leute. Was ist das hier? Es ist Nacht. Ihr solltet alle schlafen. Ich wollte euch überraschen. Und dann passiert sowas. Ich bin ja froh, dass ich nicht nur eine Pistole mitgenommen habe. Aber das Maschinengewehr regelt. War doch schon direkt eine Schreierin, ey. Jetzt müssten wir doch eigentlich schon alles getötet haben, oder? Hier im Knast. Schnauze. Oh, Entschuldigung. Sowas sagt man natürlich nicht. Ich weiß ja nicht, wer so meine Videos guckt, aber sowas sagt man natürlich nicht. Das ist ganz böse. So. Jetzt aber. Wasser, wie gesagt, Wasser kann man immer gut gebrauchen, aber eigentlich brauche ich Stoff. Ich brauche ganz viel Stoff. Gibt da Stoff? Ja, guck mal, das gibt Stoff. Hier kriege ich Knochen raus. Oh, guck mal, da kommt noch so eine Schreierin. Noch eine Schreierin. Ah, alles klar, komm her. Oh, ich habe ja sogar noch ein zweites Gewehr. Ich wollte eigentlich, ein Scharfschützengewehr noch mitnehmen. Keine Ahnung, warum. Dachte, vielleicht ist das cool, aber vielleicht hätte ich eher nochmal einen Schalldämpfer oder sowas mitnehmen sollen. Solange die nicht schreit, ist ja alles cool. Dann kommen auch keine Zombies. So. Wie gesagt. So. Ich brauche halt so ganz komische verschiedene Sachen. Ne? Also ich brauche verrottetes Fleisch. Nee, Quatsch. Ich brauche Knochen, brauche ich. Ich brauche Stoff. Was brauche ich noch? Ich weiß gar nicht. Wasser? Wasser sowieso immer. Von daher müssen wir eh ein bisschen was mitnehmen. Also so ressourcentechnisch eigentlich nur. So. Schauen wir mal. Was wird? Hallo. Demolieren Sie bitte nicht diese Einrichtung. Ich renne jetzt einfach hier durch. Was soll uns schon passieren? Im Eingangsbereich haben uns schon 500 Zombies erwartet. Also was soll hier schon auf uns zukommen? Wagt es nicht, sich anzuspucken.
Ich glaube wohl die Spinne. Oh, Bücher. Natürlich Bücher, die wir schon kennen. Selbstverständlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass wir die Bücher, die wir noch nicht kennen, kriegen, ist auch sehr gering. Ja. Was geht hier ab? Gibt's hier was? Süß. Lebst du immer noch? Vogel, du. Also hier wird wahrscheinlich gar nicht so großartig was drin sein, was wir brauchen. Wir müssen halt eher so Sachen abbauen, ne? Was geht's denn hier rein? Bücher. Müll. Also im Müll könnte ich mir vorstellen, sind viele Stofffetzen zu finden. Das hier könnte ich auch alles abbauen, aber es gibt halt einen Stofffetzen nur und irgendwie ist es halt auch ziemlich aufwendig. Hallo? Hallo? Ich wollte nur Bescheid geben, mein Computer geht nicht. Bin ich nicht hier bei der IT? Oh oh. Guck, die haben auch überall diese Sandsäcke. Und die brauchen wir auch, deswegen brauchen wir Stoff. Oh, warte mal, hier kommt. Hier kann. Ist da was drin? Aber hier kam doch gleich die Welle. Wenn man da reingeht, dreht man sich kurz um und dann kommen von hinten auf einmal 5 Millionen Zombies um die Ecke. Von daher, gehen wir einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Ich mache hier so eine Tür zu. Ja, mal schauen. Schauen wir mal hier. Hier sitzt wahrscheinlich der Chef, der aktuell nicht da ist. Okay, verschlossen. Natürlich habe ich mal wieder nichts dabei zum Öffnen, Freunde. Wer hätte das gedacht, ne? Kommen die jetzt schon, ne? Jetzt kommen sie, glaube ich, von überall, ne? Einfach brennende Masse hier. Okay, anderes Gewehr nehmen. Easy, ganz entspannt. Ach Gott, ach, ja. Was wollt ihr denn von mir eigentlich, ha? Macht euch weg. Aufpassen, 41 Schuss. Zeit zum Nachladen. Ey, das sieht auch immer hier richtig aus, ne, so ein richtiges Massaker. Davon mache ich jetzt ein kleines Fotochen. Übrigens als kleiner Tipp, wenn ihr auch die, oh warte mal, da kommt noch einer. Wenn ihr auch die Pistolen-Version, wenn ihr auch die Computer-Version spielt, könnt ihr einfach in einen freien Slot wechseln. Drückt einfach F7, dann verschwindet schon mal unten die Leiste. Wenn ihr nochmal drückt, verschwindet auch das Fadenkreuz, so wie die Zombies gerade. Also das Foto hätte ich schneller machen müssen. Egal. Für noch mehr Tipps, lasst gerne ein Abo da. Ich muss da runter. Guck mal, der hat sogar was geschlossen. Geil, eine Axt. Damit könnte ich ja probieren, den Schrank hier aufzuhauen. Ich bin jetzt auch schon wieder richtig voll, ne? Komm, mit der Axt mache ich jetzt erstmal einen Kill. Naja, okay, ich mache erstmal den Schrank auf. Ich schieß den auf. Wir haben eh so viel Munition. Kurz nachladen. Mal schauen, was der Schrank noch so hat. Oh. Das dauert noch ein bisschen. Oh, jetzt ist er offen. Muss aufpassen, ne? Dass uns jetzt hier doch langsam die Munition ausgeht. Also zumindest hier, wo wir gerade fighten. Och mein Gott, halt doch mal die Klappe. Und du, was willst du hier? Mach dich weg hier. Schnauzen. So. Ach guck mal, da stehen sie. Hab ich irgendwas Cooles? Ein Raketenwerfer? Nee, ne? Hab ich alles gar nicht dabei. Schade. Dann muss es auch so gehen. Ganz entspannt. Einer lebt noch. Du bist aber hart, mein Kollege. Oh, jetzt war's das aber. Hier hinten wird mir auf jeden Fall noch was angezeigt. Komm, wir müssen eh hier runter. Naja, komm. Der nächste Schreierin, natürlich. Ich dachte, die wollten sich hier durchscheppern.
weiß gar nicht, wie ich die Toiletten abbaue. Meinte ich, da. Ich krieg da was raus? Ja, Stofffetzen kriege ich auf jeden Fall raus. 5 Stück, ne? Wenn ich jetzt nicht alles getäuscht habe, kriege ich da 5 Stofffetzen raus. Ja. Ja gut, dann muss ich die leider abbauen, Freunde. Es tut mir leid. Aber auch ihr wollt eine coole Base. Genauso wie ich auch. Und ich bin schon wieder rappelvoll. Das heißt, Leben können wir auf jeden Fall wegschmeißen. Und die Drohne. I've got a bad feeling about this. Schön, dass du es sagst. Ich hab's vermisst. Ich habe es wirklich vermisst. So. Gut, so viel Munition, wie gesagt, haben wir jetzt auch nicht mehr. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber kriegen wir hin. Gut, egal. Ich loote das irgendwann, oder ich baue das mal irgendwann anders ab. Und dann, ja. Ist es halt so. Wir müssen jetzt mal hier zügig durchziehen. So, komm her. Runter mit uns. So, wo geht's jetzt hier weiter? Wo muss ich lang? Hallo? Hier lang? Ah, hier schlägt... Oh. Bist du nicht der Gustav, den ich hier noch töten muss? Ach, guck mal, hier sind... Sind das die? Geil. Kommt alle hierher. Ja, alle hierher kommen. Geil. Wow. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Wow, wo kommst du denn her? Alles klar. Ja, wie gesagt, ich will jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen sparsamer mit meiner Munition bin. Jetzt habe ich auf jeden Fall alles, was erstmal auf der Karte war, getötet. Master, we are not alone. Okay, hier geht einfach die Tür auf, da kommt so einer raus. Okay. Alles klar. Mais, Lehm. Weiß ich jetzt nicht, was da rauskam. Ah, komm, wir nehmen den Topf mit, dann können wir uns auf jeden Fall was kochen, weil unser Dude wird wahrscheinlich demnächst schon wieder Hunger kriegen, wie das immer so ist, wenn wir irgendwo mal unterwegs sind. Na, wie so mit kleinen Kindern. Kennt ihr ja sicherlich oder kennen viele meiner Zuschauer. Och, Mann. Ich sag mal so, die Schreierin macht es jetzt eigentlich besser. Only Headshots wird natürlich auch schwierig werden. Aber ich sag mal so, den nächsten Kill mache ich mit der Axt. Außer es kommen wieder 3 Millionen Zombies. Dann wird es wahrscheinlich eher wieder auf das Maschinengewehr hinauslaufen. Mal hier sind Stofffetzen drin. Das rieche ich doch. Das witter ich förmlich. Hervorragend. Komm her. Wo bist du? Oh, hier gibt's auch Stoff. Komm her! Da. Da bist du jetzt ganz schön platt, ne? Ach, guck mal, hier gibt's noch mehr Kleider. Geil. Wie gesagt, Stoff brauchen wir, ja? I've got a bad feeling about this. Ja, jetzt ist es auch easy, ne? Jetzt rennen die Zombies auch nicht. Oh Gott, die rennen schon. Mehr! Meine Axt wartet auf deine Fratze! Warten Sie bitte an mir. Der lebt ja immer noch. So. Wie gesagt, jetzt müssen wir... Was ist denn hier los? Oh. Das hätten wir. Ist jetzt bloß Batterie leer hier, oder was? Aber wird die Musik so ganz komisch. Bücherregal, hallo. Ich möchte dich gerne looten. Danke dir. Noch mehr Lappen. Damit meine ich nicht die Zombies. Was bist du denn hier mit... Ha? Sitz wieder hin. So, hier geht's weiter. Dann muss ich hier durch. Piepst das jetzt? Warum piepst denn das nicht? Das ist doch ein Metalldetektor hier. Der ist verschlossen. Das ist okay.
Ach, guck mal, Dietriche. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ein schöner Dietrich. Damit können wir das Auto schön aufmachen. Wenn das jetzt klappt, natürlich. Aber ich gehe. Hallo? Ich habe diese Fähigkeit auf Maximum gelevelt. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich aber auch nicht. So, Munition. Aber leider nicht für ein Gewehr, was ich brauche. Naja. Gut, schauen wir nochmal in die Drohne rein. Während die draußen da alles probieren, kaputt zu hauen. So, hier vielleicht mal ein bisschen was verwerten. Können uns auch mal heilen, natürlich. Selbstverständlich. Das können wir auch zerlegen. Das auch. Warteschlange ist voll, klar. Was machst du denn hier? Okay, Freunde, es ist an der Zeit, mal wieder die Machete rauszuholen. Oder macht die Axt mehr Damage? Ich kann es mir kaum vorstellen, aber es ist so. Lol. Alles klar, komm her. Machen wir mal hier auf die Butze. Ah? Oh. So, komm her. Oh. Der Akku ist leer. Ah, ich benutze mit dem letzten Dietrich. Ja, was soll ich sagen? Gut. Das wird natürlich jetzt krass werden, hier dieses Auto aufzuhauen. Oder? Geht eh die Alarmanlage an. Master, we are not alone. Ja, das Gute. Oh, doch, da ist ein Loch drin. Ja, komm her, Junge! Boah, jo. Bin ich wahrscheinlich infiziert? Nee, bin ich noch nicht, lol. Ah. Du springst aber auch ziemlich komisch, Kollege. Du solltest mal zum Arzt gehen. Wie gesagt, wir nehmen alles mit. Ganz entspannt. Aber Munition kriegen wir trotzdem nicht mehr. Oh, oh. Jetzt wirklich langsam Ende im Gelände. Und nur mit Machete wird wahrscheinlich ein bisschen krass. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Komm her. Mal selbst gegen einen Zombie ist das schwierig mit der Machete. Guck mal, Stoff. Cool, gleich. Ach. My senses have picked up something. So, hier haben wir auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit, jetzt ein bisschen Knochen mitzunehmen. Vorher müssten wir aber mal ein bisschen was zerlegen. Oh. Ah, ich brauche Knochen. Jetzt haben wir hier wieder das Problem, ne? Einfach ein bisschen höher aimen. Das Spiel nimmt das nicht ganz so genau. Oh, perfekt. Noch mehr Knochen. So. Was ist. Gibt's hier noch Schönes? Das wäre es jetzt gewesen, wenn hier jetzt noch irgendwie Munition drin gewesen wäre. Ist es aber nicht. Naja. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Oh, jetzt laufe ich aber komplett falsch, ne? Ich glaube, ich muss unten lang laufen. Damit wir hier auch ja alles mitnehmen. Boah, komm. Auf mal hier so ein bisschen. Ach, guck mal, hier wäre ich jetzt hochgekommen. Genau. Guck mal, da liegt sogar einer. Der schläft. Die sind schon so hartnäckig, die brauchen einfach so einen Kopfschuss reicht nicht. Selbst zwei Kopfschüsse reichen nicht, alles klar. Du hörst auch noch zu dem Quatschkomitee hier. Ja, ne? Ja. Du gehörst auch noch dazu. Perfekt. Da habe ich auf jeden Fall die richtige getötet.
So, wir müssen, eigentlich müssen wir hier hoch. Aber eigentlich haben wir da auch die Leiter abgerissen, oder? Ja, die ist kaputt. Haben wir die jetzt kaputt gemacht, oder? Ich habe auch kein Holz, ne? Um Kisten zu bauen. Drohne, habe ich das in mich geworfen? Können wir mal gucken. So, jetzt können wir auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen stapeln. Und die Reparatur geht's nämlich mal raus. Wir haben aber keine Waffe großartig. Also hier Pistole wäre geil gewesen, haben wir aber nicht. Holz haben wir auch keins. Wir sind mal wieder richtig gut ausgerüstet. Habe ich alles richtig gut gemacht bisher. So, Mist. Sag ich euch, wie es ist. Was gibt's hier? Guck mal, hier gibt's auch Polsterchens. Gibt es aber nirgendwo mal einen Baum, den man mal fällen könnte. Aber immerhin zwei Dietrich. Ach, guck mal, hier ist Holz. Geil, zwei. Guck mal, da kann ich sogar einen Holzblock draus bauen. Perfekt, aber ich könnte ja auch einfach hier wieder hochgehen. Oh, come on. Come on, let's. Hallo? In der Ruhe liegt die Kraft. Aber scheinbar aktuell nicht bei mir. So, warte mal. Bevor wir jetzt weitergehen. Wir futtern was. Fischtacos kann ich sogar herstellen, lol. Ja, jetzt zu spät. So. Jetzt sind wir hier oben. Und was geht hier ab? Nix, ne? Ja, wahrscheinlich noch höher hier hoch. Oder ich laufe wieder komplett falsch. Hier kommt dann gleich wieder alles... alles auf mich zu. Gleich, ja. Oh, da ist schon mal was. Da unten ist noch ein Hund. Okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Lol. Okay, ich bin hier. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn gleich die Munition ausgeht. Schon 19 Schuss. Ich muss jetzt genau hier die Köpfe treffen. Nicht so viel Munition verschwende. Also Reload ist schon wieder schwierig. Das ist nur Müll, der hier rumfliegt. Ach, das war doch hier schwierig irgendwie mit dem Endloot, ne? Den haben wir damals auch nicht gefunden. Könnt ihr auch einfach mal ein bisschen Munition rumfliegen, ne? Matsch, weg von mir! Was willst du denn? Jetzt tot, ne? Zeit zum Heilen, Freunde. Sonst ist die Runde hier wirklich gleich vorbei. So denke ich ja immer noch, hey, vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Komm, ein bisschen Munition mal hier jetzt fürs Gewehr. Keine Nägel. Ich habe doch keine Nagelpistole dabei. Ich bräuchte halt schon mal irgendwie was Gutes. Für Munition. I've got a bad feeling about this. Was geht jetzt ab? Easy. So, die Geier habe ich schon mal weg. Und nu? Hier ist trotzdem nicht der Endloot. Warte mal, das war doch in so einem Zellenblock, ne? Der Endloot, wo dann 5 Millionen Zombies auf mich zugerannt kommen werden. Das muss ich verwerten. Zerlegen. Warte mal, hier ist Medizin. Aber wichtiger wären jetzt halt wirklich mal ein bisschen Munition. So eine Scheiße. Oh, jetzt habe ich pausiert sogar. Ach, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Warum liegt hier... liegt doch Munition. Was beschwere ich mich? Und was ist das für Munition? Diegel-Munition. Und wer hat keine Diegel dabei? Ich. Okay, hier geht's runter. Da ist der Endloot. Jetzt geht's ab. Und wir haben... ja, ein bisschen Munition haben wir ja noch. Mal gucken, vielleicht gibt es ja hier oben auf dem Dach noch was Schönes. Ich glaube es nicht. Hilfe. War ich hier nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich alles hab, ehrlich gesagt. Warte mal, hier kann man auch noch hochgehen. Was gibt's hier? Komm, Munition, Junge. Oh, da kommen schon die nächsten Zombies an.
Für den nächsten Cast. Gut, wir müssen hier runter. Es hilft halt nichts. Müssen einfach. So, und das war's jetzt wahrscheinlich dann mit uns. Es sei denn, ich finde hier irgendeine Tür, wo wir reingehen können. Hier können wir auf jeden Fall rein. Wow. Ja, fängt gut an. So, ich glaube, Freunde, das war's mit uns. Wir werden hier wahrscheinlich drin sterben. Um Himmels Willen, ich brauche Munition! Nein! Wir sterben! Ja, das war's, Leute. Wir sind tot. Wir sind gestorben. Jo, das war's. Schade. Schade Schokolade. Das Gute ist, wir haben natürlich schon das Bett in der neuen Base ja, stehen. Das erscheinen bei meinem Rucksack. Ja, ja. Das mache ich direkt, dann bin ich mich direkt wieder tot. Hä, wo bin ich denn jetzt? Hier ist aber nicht mein Bett. Mein Bett ist hier hinten. Ich fühle mich extrem nackt, Leute. Ich habe ja gar nichts mehr. Ich habe alles verloren. Hier, alles weg. Ja gut. War doch mal eine schöne Folge. Ich glaube, ich nenne sie Und wir sind tot. Ganz klassisch. So ist es. Du willst eigentlich nur ein paar Vorräte holen, ein bisschen was organisieren. Ne? Denkst dir, ach gut, komm, machst ein bisschen Action. Gehst ein bisschen rin. Hast natürlich nicht so viel Munition dabei. Naja, ihr habt gesehen, wie es geendet ist. Wir sind gestorben. Aber gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt 7 Days to Die. Hoffentlich dann am Überleben. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Tschüss. Bis dann.